willkommen. Mein Name ist Danny Golpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Warte mal, was wir spielen. Ja, war irgendwie verspätet. Egal. Wir gehen wieder unter die Reihe hier durch und zwar mit Ness. Okay. Hier. Reise nach Onet. Und blablablab. Ticket. Let's go. Ich habe ein bisschen klassisch gespielt mit einigen Charakteren, ein paar Sachen auch zu farmen und ein paar Geister und so gekauft. Boah, Junge. Also ja, Geister heißen die doch. Ja, weg. Dr. Kawashima. Oha. So, ich kann ihn nur ansprechen, dann kämpft er für mich, genau. Okay. Gut. Ja, ich habe ein paar Geister gekauft, so die billigeren. Im Shop habe ich, glaube ich, nichts gekauft, weil ich da sparen wollte. Und ja, ist aber nicht viel passiert. Ich habe mit den Inkling-Mädchen zum Beispiel noch mal gespielt und habe ich, Alter, der ist da ganz weit oben. Und ich habe 9.0 erreicht, was ich sehr gut fand. Also ja, war relativ erfolgreich. Oh nein. Was? Es geht so. Boom. Der Angriff wird irgendwie sehr selten competitive benutzt. Das ist ja auch so ein Charakter, den man viel competitive sieht. Und PK Frost wird irgendwie sehr selten eingesetzt. Wenn ich irgendwie komisch finde, weil der Angriff ist voll überstark. Boom. Tschüss. Okay. Aha, ich habe die Macht. Ness und Lukas kommen ja von Earthbound. Wo, ne, ich glaube, Ness kommt nur von Earthbound und Lukas kommt von einem Spiel, das heißt Mother Free. Und ja, ist aber, glaube ich, dieselbe Serie, wenn ich mich irre. Eine sehr verwandte Serie, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ja, was zum, was ist das für eine Level? Ach, das ist, glaube ich, von 64, ne? Glaube ich, eine ganz alte. Ne, das ist schon wieder so richtig dämlich zu kämpfen hier. Mein Gott. Alter. So. Ja. Ja, worauf ich hinaus sollte, ich weiß irgendwie gar nicht, worüber ich reden soll, keine Ahnung. Die Kämpfe sind so nervig gerade, deswegen weiß ich nicht. Oh. Und PK, wie auch immer das Ding nochmal heißt. Geil. Und ja, Earthbound, weiß ich nicht. Nämlich, glaube ich, mit meinem Let's Play von Tales of Symphonia fertig war, wurde mir irgendwie so empfohlen, dass ich mal vielleicht Earthbound anfange zu spielen. Aber weiß ich nicht, irgendwie reizt mich Earthbound nicht so. So, was ich so weiß von dem Spiel, ist, dass es mehr so ein bisschen realitätsgetreu ist. Also nicht sehr realitätsgetreu, so wie Fallout oder irgendwie sowas. Aber es spielt, glaube ich, in der echten Welt oder in einer relativ echten Welt, so modernes Japan oder irgendwie sowas, oder sogar in der Zukunft. Man kämpft, glaube ich, auch mit normalen Gegenständen. Ich glaube, Waffen sind so Sachen wie Baseballschläger und all sowas. Also ja, weiß ich nicht, das reizt mich irgendwie nicht so. Boah, du willst mich auch verarschen. Ja, das reizt mich irgendwie nicht so bei Rollenspielen. Ich hätte lieber, ich spiele lieber, oh,
jetzt kommen ja auch noch hier mit so ein paar Ausnahmen wie Fallout zum Beispiel. Spiele ich eigentlich lieber so Rollenspiele mit mehr Fantasy-Elementen halt, ne? Also, ja, jetzt geht er natürlich aus. Ich spiele lieber Rollenspiele, die irgendwie so in Fantasy-Welten sind und ja, irgendwie so eine eigene Mythologie oder so aufbauen, so wie Final Fantasy oder die Tales of Serie. Und weil ich stehe nicht auf dieses reale Setting in Rollenspielen, wie gesagt, mit der Ausnahme vielleicht von Fallout. Boom. Wie, ich konnte das nicht absorbieren. Und keine Ahnung, Earthbound sieht irgendwie so aus, als wäre relativ so in der normalen Welt halt. Und wie gesagt, die Waffen sind halt so, ich glaube, normale Objekte halt, die man auch in der echten Welt, also echten Welt finden kann. Das reizt mich irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie noch eine Spielserie, glaube ich, die ähnlich war. Das ist aber nicht was. Okay. Das ist noch nicht verloren übrigens. Finde ich gut. Außerdem ist jetzt so ein komplett rundenbasiert, also ich mag zwar rundenbasiert, so die klassischen Final Fantasies oder Dragon Quest, aber wenn ich schon die Wahl habe, irgendwie, dann hätte ich doch schon so etwas mehr einfallsreicheres. Oh mein Gott, wenn der Angriff trifft, dann tut er aber auch ganz schön weh, ne? Nein, oh Gott, das wird mein Tod sein. Boah, Junge. Wie wieder alles hier mit Einschlag. Die Gegner, die waren aber auch schon stark irgendwie. Also. Ja, da baue ich auf und ich muss ja immer gegen mehrere kämpfen, das ist immer auch nervig. Oh, der Dings ist weg anscheinend. Ist da, man. Komm her, komm her. Warum willst du mich? Seht ihr übrigens, das Nest den stärksten Rückwurf von allen hat, also wenn man jemanden greift und nach hinten werft, ist genau der gleiche. Also, komm. Okay. Ich würde den Rückwurf nochmal demonstrieren. Jetzt demonstriere ich meinen Baseballschläger. Ja, 7 Punkt irgendwas. Kriegen wir auf jeden Fall noch. Solange wir über 6 bleiben, kein Problem. Wenn irgendjemand was über Earthbound übrigens weiß, hätte ich auch nichts dagegen, wenn ihr mir irgendwie so, wenn ihr mich korrigieren würdet, um was es in diesem Spiel geht. Oder ob ich irgendwie komplett falsch liege mit dem, was ich gerade gesagt habe. Aber keine Ahnung. Einzige, was ich noch weiß, ist, dass in irgendein Earthbound-Spiel irgendwie der finale Boss irgendwie... Irgendwie heißt ein finaler Boss Gigas oder Gigas oder irgendwie so. Boah, ehrlich. Und irgendwie den, das ist einfach nur so ein Bildschirm irgendwie. Irgendwie so ein Bild, googelt einfach mal Gigas, G-I-G-Y-A-S und weiß nicht. Man sieht halt nur irgendwie, gegen was man gerade kämpft in den Spielen, weil er rundenbasiert, ne? Und das ist einfach nur so ein Bild, das sich verzerrt, und irgendwie in diesem Bild erkennt man irgendwie ein Baby oder ein Fetus von einem Baby in Form eines Babys. Und ja, das soll irgendwie auf eine traumatische, auf irgendwas Traumatischen basieren,
was der Erfinder dieser Serie irgendwie erlebt hat als Kind. Und ja, das ist schon irgendwie krass. Und ja, das ist alles, was ich weiß. Wir sehen ihn gerade voll ab. Die beiden, meine ich. Oh. Nein. Und der eine ist doch schon leicht tot. Jawohl. Den Angriff abgebrochen. Was machst du jetzt? Du gehst direkt hinterher. Wow. Sehr gut. Ein Versuch. Ich glaube, so langsam habe ich die beiden Hände raus. Mit Inkling-Mädchen war auch relativ einfach, als ich das gemacht habe. Aber da musste ich nicht gegen die Hände kämpfen, da musste ich gegen, wie heißt der, Max, diesen Kirby-Gegner kämpfen. Also ja, vielleicht werde ich halt besser. Das kann auch sein, ne? Letztes Mal den, also letztens heute, ehrlich gesagt, in Vegas irgendwie so ein Video geschickt von, müssen wir mal bei YouTube eingeben, ja, Fox gegen Falco, oder das ist halt so in der Regel, glaube ich, das erste, was da zu finden ist, also irgendwie Super Smash Bros. Brawl, irgendwie Dragon Ball Z Fight. Ja, das ist so gestört, was da los ist, ne? Ich glaube, so laut den Kommentaren ist halt irgendwie gemoddet oder irgendwie sowas, also damit irgendwie Angriffe unendlich mal einsetzen kann, weil keine Ahnung. Man sieht manchmal irgendwie so Falco wieder irgendwie sein seitwärts special einsetzt, also wenn er so von einem Ort nach dem anderen teleportiert, so nach links oder nach rechts, dann sieht man halt einfach in den Kampf, wie er nur so nach links und rechts die ganze Zeit hin und her sich portet. Ja, die kämpfen irgendwie unterhalb der Stage und das ist so gestört, das müsst ihr euch mal angucken. Ja, da meint der Vegas, warum ich nicht so spiele. Warum spielst du nicht so? Meine Antwort war, ne. Ich will euch ja nicht hier mit meiner Awesomeness, ich will euch ja nicht abschrecken mit meiner Awesomeness. Ich muss auch spannend bleiben hier, ne? Ja, ich wie so ein junger Gott spielen hier die ganze Zeit, wäre langweilig, oder? Nicht ja jeden Gegner hier so locker fertig mache. Ja, ich tue irgendwie voll viele irgendwie Memes und so was von Super Smash Bros. Angucken, gerade wo ich das hier spiele. Ich habe überraschenderweise noch irgendwie nirgendwo einen Spoiler gesehen von was hier der finale Boss im Abenteuermodus sein könnte oder allgemein irgendein Boss oder so. Weil irgendwie komisch ist, weil ich habe voll viele Leute irgendwie abonniert, die irgendwie auch Super Smash Bros. Spielen. Und keiner scheint irgendwie sowas hochzuladen. Was wiederum komisch ist, weil ich weiß noch, als damals irgendwie Pokémon Sonne und Pokémon Mond rausgekommen ist, irgendwie nur 2 oder 3 Tagen habe ich bei einen Leuten, bei einer Person, die ich abonniert habe, hat jemand schon nach 2 oder 3 Tagen irgendwie den finalen Boss irgendwie dieses Spiels hochgeladen. Und ich ein bisschen doof fand, weil ich war halt gerade am Spielen und direkt gespoilert. Also ich hasse, wenn sowas passiert. Deswegen muss ich, wenn Kingdom Hearts 3 rauskommt, okay, das beste Spiel der Welt, das zukünftige, wenn das soweit ist, dann muss ich mich komplett irgendwie abschirmen von YouTube, weil ich kenne viele Leute, die halt wahrscheinlich Let's Playen werden und ja, ich habe keinen Bock, mich da irgendwie voll zu spoilern. Oder ich muss das ganze Spiel irgendwie
weiß ich nicht, innerhalb von ein paar Tagen durchspielen. Was bist du? Ja. Egal. Okay, der war sogar Level 3, habe ich gesehen. Okay, wir haben Nest genommen, dann logischerweise nehmen wir natürlich, wo ist er? Da. Wenn du einen bestimmten Charakter suchst, ne? Den nicht findest. Lukas. Bin natürlich Tickets. Ja, deswegen habe ich auch klassisch Moos offscreen noch ein paar Mal gespielt mit den Charakteren, die ich schon hatte. In der Hoffnung, dass ich mal ein paar Dingens bekommen würde. Ein paar Tickets. War nicht so erfolgreich. Soll hat. Hat gesehen. So. Ja, du kommst ja nicht mehr rein. Sehr gut. Ja, was ist der Unterschied zwischen Ness und Lukas? Also in dem Spiel. Power mal Power. Es gibt schon ein paar Unterschiede, die sind nicht direkt Klone, so wie Marv und Lucina zum Beispiel. Da habe ich mich sowieso gewundert, um einige Charaktere erinnere ich als Echo-Kämpfer hier irgendwie bezeichnen will, obwohl die eindeutig irgendwie Kopien voneinander sind. Aber ich glaube, wenn du offiziell ein Echo-Charakter bist, da musst du auch irgendwie exakt gleichen Angriff haben, also auch hier normale Schläge und also was, da muss auch alles genau gleich sein. Was? Also die ganzen normalen Angriffe und die Smash-Angriffe und so, die müssen auch alle genau gleich sein. Was bei Marv und Lucina oder Pit und Dark Pit, glaube ich, der Fall ist. Lukas und Ness zum Beispiel. Warte mal, welchen Charakter habe ich mir, habe ich mich da nochmal gewundert? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, bei welchem Charakter war das nochmal. Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls. Man muss exakt, oh Gott, alle Angriffe gleich haben. Und das ist bei Lukas zum Beispiel nicht so hier. Hier, Ness hat zum Beispiel Upsmash so ein Jojo und Lukas macht das hier. Also ja, das sind schon andere Angriffe. Ja, wenn er so groß bringt, bringt das leider nichts, glaube ich. Aber deren Angriffe sind sowieso ein bisschen anders, also boom. Ja, wenn ich zum Beispiel mit Ness das hier einsetze und jemanden damit treffe, dann bleibt das Feuer dann auch eine Weile. Bei Lukas geht das sofort weg. PK Donner hier, also ab Special, geht mehrere Male durch die Gegner. Im Gegensatz zu Ness. Wenn ich damit nämlich einen Gegner treffe, dann geht das schon direkt weg. Also der Donner. Kann ich das steuern? Ich weiß es nicht. Also mit denen seinem PK Donner kann ich mehrmals durch die Gegner durchrennen. Hier so. Wenn ich Ness wäre, dann weiß ich nicht. Wer hat schon längst getroffen? Da wären bei einem Treffer schon weg gewesen. So, weg mit dich. Der Schild von den beiden ist auch anders. Ich glaube, Lukas kann nur Sachen vor sich irgendwie absorbieren, wer sein Schild vor sich aufbaut. Und es, ja, und es kann um seinen ganzen Körper machen. Also ja, aber solchen Charakteren ist klar, das sind keine Klone. Echo Fighter meine ich. Ich weiß nicht mehr, wegen welchen Charakter das war. Ja, Takamaru oder Takamura oder was weiß ich, und die hat sich getötet. Sehr gut. Ja, und dieser Takamura-Typ sieht irgendwie aus wie der langweiligste Samurai aller Zeiten.
Sieht aus wie so ein Charakter, den man irgendwie selber stellen kann bei so Soul Calibur oder irgendwie so was. Man bemüht sich irgendwie nicht irgendwie deren Klamotten irgendwie so einzigartige Farben oder Muster oder irgendwie sowas zu geben auf der Kleidung. Man hat einfach nur, weiß ich nicht, rot und weiß genommen. Boah. Ich habe echt Probleme gegen Mewtwo. Ich habe irgendwie das Gefühl, Mewtwo ist voll überpowered. Was ist das? Ja, eigentlich da. Das war der starke Upsmash. Warum benutze ich den nicht? Uiuiui. Ist da nicht nur ein Level übrig? Nee. Gut. Wollte schon sagen. Ja, ich glaube, man merkt schon so mit Ness und Lukas habe ich schon so ein bisschen Erfahrung. Ness habe ich irgendwie eine Weile lang so gemaint. Ich sag das Wort Main irgendwie so als jemand, der irgendwie professionell ist oder so, aber was ich meine ist, ich habe den Charakter viel gespielt. So Main sollte wirklich nur jemand irgendwie benutzen, der auch wirklich, weiß ich nicht, Ahnung von dem Spiel hat und irgendwie, weiß ich nicht, in Turnieren und so gekämpft hat. Nicht irgendwie so einer wie ich. Ja. Einfach nur so, weil er nicht casual spielt, irgendwie versucht ein bisschen competitive zu sein, obwohl ich wahrscheinlich nicht competitive spielen werde. Ich glaube nicht, dass ich online irgendwie so ein paar Kämpfe aufnehmen werde. Ja, und die beiden, die machen jetzt deutlich viel Schaden. Oh. Dieser Angriff, ne? Das ist auch wieder einer von diesen Angriffen, mit dem man irgendwie nur so ein Ausweichding, ja, aus, womit man ausweichen kann, ne? Wenn man blocken und unten drückt. Boah. Ja, hier verrecke ich auf jeden Fall einmal. Boah, ehrlich. Oh, du Pisser. Ich denke jetzt einfach so raus mit dich. Oh, schon wieder. Und ich dachte, ich war auf der rechten Seite. Oh. Sehr gut. Der greift mich schon wieder, ich sehe das doch. Ja. Nein. Ach, der trifft mich auch noch damit. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Ja, war glaube ich nicht so gut. Mit den Angriff treffen, der ist sehr stark. Hat. Boah, fragst du jetzt mal. So. Ja. Sieg vermasselt. Okay, das hätte schlimmer sein können, finde ich. Also war noch relativ gut. Ja, 9.2. Dankeschön. Finde ich gut, dass wenn wir Tickets benutzen,
Hat ja auch ausnahmsweise mal gut abschneiden. Also vielleicht kriegt ja mal ein paar Sterne, 4 Sterne Geister, wäre mal gut. Würde mir nämlich sehr helfen im Abenteuermodus, welchen beim nächsten Part natürlich wieder aufnehmen. Also ja, muss mal ein paar hier, muss mal ein paar rüberwachsen, ne? Ich will schon ordentlich ersparen mein normales Gold, damit ich mal endlich hier 15.000 und mehr einen guten 4-Sterne-Geist kaufen kann. Muss mich auch mal vorbereiten, hallo? Smash Bros. Orchester. Ich kann auch ein paar Parts Geistertafel aufnehmen, aber ich will irgendwie erstmal klassisch muss mit allen Charakteren ja durchschaffen. Also weiß noch nicht mal wieso. Das ist einfach nur der Perfektionist hier. Ich muss halt alles machen, ne? Dann seid ihr eigentlich auf dem Kanal. Ich muss immer alles in ein Spiel rausholen. Ist ja auch nicht irgendwie 50 Euro oder so für irgendein Spiel und hole ich das Meister daraus raus. Okay, ich habe eigentlich wegen wie teuer war die Switch nochmal? 300 irgendwas. Das war ja dabei. Ich habe ja keine physische Kopie von diesem Spiel. Da ist ja ein Download-Code dabei gewesen. Oh, ich hasse sowas. Ja, ich habe lieber meine Spiele so in Retail. Also ich habe die lieber irgendwo stehen, damit man die ansehen kann und bewundern kann. Gott verdammt, kann ich mal aufhören getroffen werden? Weil eigentlich sehr blöd ist, weil ich habe schon mal nicht so viele Generationen von Spielen hier. Ich habe noch ein paar PS2 Spiele hier, PS3, PS4, dann habe ich Nintendo Wii, Wii U, Switch. Ich habe so viele verschiedene Spiele. Ich habe bestimmt irgendwie so was von Hunderten von Spiele hier irgendwie in mein Zimmer rumfliegen, mein Schubladen. Also ich habe 2 volle Schubladen. Also man könnte meinen, also so logischerweise müsste ich eigentlich mehr so digitale Versionen von Spielen kaufen, aber ich habe sie halt lieber gerne so irgendwo liegen. Was habt ihr am liebsten? Habt ihr auch lieber so wie ich physische Kopien, oder habt ihr lieber digitalen Content? Schreibt es in den Kommentaren, dann würde ich gerne mal wissen. So, Sterne 4 meine ich. Lukas, ja, so sah der in dem Spiel aus. Prophet. Französische Bulldog. Und du hast den gleichen verbessert für dafür leicht Angriff, Abwehr, Lauftempo. Du hast genau den gleichen wie was ich gerade ausgerüstet habe, aber du bist ein Subgeist. Okay. So, oh Gott, ich sehe gerade, welchen Charakter wir als nächstes machen müssen. Im Dingens. Egal, ja. Gucken wir mal kurz im Shop rein. Weil, warum nicht? Weil ich einen 4-Sterne-Geist im Rabatt. So. Irgendwie diese Dinger nicht mehr kaufen, diese Kämpfergeister, weil ich bekomme die ja immer, wenn ich irgendwie den klassischen Modus durchspiele. Also ist halt irgendwie Verschwendung. Arceus, gar nichts. 2006, 3 Plätze, ist bestimmt voll stark auf Level, was weiß ich, 99. Mein Gott, gut, aber müssen wir weiter sparen halt, ne? Gut, ich sage, ich bin der Bart hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im Abenteuermodus, also wie üblich, und ja. Ciao, ciao.